Ich will einen Augenblick lang still sein und nach Hause gehen. Anders ausgedrückt, geh in deine innere Stärke, geh in deine innere Kraft, geh in dein inneres Licht und dort findest du dein Zuhause. Für mich war lange Zeit die Idee, still sein zu müssen und nach Hause zu gehen, war oftmals etwas Schwieriges. Ich habe mir das als etwas Schwieriges vorgestellt, denn meine Welt war so chaotisch, es war so viel los, es war so viel zu tun, es waren so viele Probleme, Konflikte und Beziehungsgeschichten zu lösen, sodass mir dieses Ich will still sein, ich habe überhaupt keine Idee gehabt, wie ich das machen soll. Und deshalb erschien mir das total schwierig. Heute ist es so, dass du und ich jederzeit diesen stillen Raum oder dieses stille Bewusstsein, möchte ich mal sagen, auffinden können. In all dem Chaos, in all dem, was wir zu tun haben, gibt es die Möglichkeit, still zu sein. Du kannst in einer geschäftigen Welt unterwegs sein. Du kannst im Management als Arzt oder als irgendwo an der Kasse sitzend oder auf der Parkbank sitzend, kannst du die gleiche Stille finden wie jemand, der in Tibet im Himalaya sitzt, in seiner einsamen Höhle. Es gibt keine Unterschiede. Also wir müssen nicht eine besondere Lebenssituation kreieren, um still zu sein. Das war damals mein Fehlgedanke, dass ich dann ständig eine besondere Lebenssituation kreieren müsste, um endlich mal still sein zu können. Und von daher war es von mir, für mich eigentlich überhaupt nicht von Belang, denn wie gesagt, mein Geist war viel zu aufgeregt, viel zu viele Dinge, die erledigt oder unerledigt sind. Und ja, du kannst jederzeit in all deinem Leiden, kannst du etwas in dir finden, das davon unberührt ist. In all deinem Schmerz oder Sorgen oder Problemen kannst du etwas finden, das davon unberührt ist. Und wenn du den Willen aufbringst, dieses unberührte Selbst zu finden, dann wird es sich zeigen können. Und wenn du wenn du das Gewahrsein dieses unberührten Selbstes entdeckst und diese Stille wahrnimmst und wieder anerkennst und immer mehr und mehr und mehr ausdehnst, dann löst du deine Identifikation mit dieser geschäftigen Welt, in der du bist, eben einfach in der Stille, durch die Stille. Zum Beispiel jetzt, während ich hier aufspreche, spreche ich aus diesem stillen Raum oder Raum, aus diesem stillen Bewusstsein. Ich bin mir bewusst, dass ich spreche, und es geschieht aus der Stille. Und wie gesagt, die Aufforderung ist da, dass du dies für dich entdeckst und dich wunderst, dass es schon immer da ist und einfach nicht bemerkt wurde. Erlaube dir mal selbst, genau jetzt, während du dieser Stimme folgst oder was auch immer du tust, genau jetzt, da ist eine Stille in mir. Stilles Bewusstsein. Ja, und wenn wir uns hierin verbinden und nur hierin findet Verbindung statt, dann werden wir alle gemeinsam
zur Lösung geführt. Und je öfter du das tust und dich hierin übst, desto schneller und wahrhaftiger wirst du in den Himmel zurückkehren. Und dafür brauchst du nichts zu tun, sondern nur einen Augenblick lang still sein und nach Hause gehen. Einen Augenblick und diesen Augenblick immer weiter ausdehnen. Diese Welt, in der du zu leben scheinst, ist nicht dein Zuhause. Und irgendwo in deinem Geist erkennst du, dass das wahr ist. Eine Erinnerung an Zuhause hört nicht auf, dich heimzusuchen, als gäbe es einen Ort, der dich zur Rückkehr riefe, obschon du wieder die Stimme wieder erkennst, noch woran die Stimme dich erinnert. Und dennoch fühlst du dich hier wie ein Fremder, von wer weiß woher. Es ist nichts Eindeutiges, sodass du mit Bestimmtheit sagen könntest, dass du hier ein Verbannter bist. Das ist nur ein beharrliches Gefühl, manchmal nicht mehr als ein kleines, winziges Pochen, zu anderen Zeiten kaum erinnert und aktiv abgetan, das aber sicherlich dir wieder in den Sinn kommt. Fühl mal nach, wenn du dich als Körper weiterhin definierst, als Name. Fühl mal nach, in Wirklichkeit bist du dir dann selbst ein Fremder. Stimmt's? Ein Fremder, der irgendwo auf dieser Erde wandelt. Und das Zuhause ist in dir, in diesem stillen Geiste, in diesem stillen Gewahrsein von ewigem Frieden. Laufe nicht mehr als Fremder über diese Erde, der sucht und sucht und sucht, ohne zu wissen, was er wirklich sucht. Es gibt niemanden, der nicht wüsste, wovon wir sprechen. Doch einige versuchen ihr Leiden in Spielen wegzulegen, die sie spielen, um ihre Zeit zu füllen und ihre Trauer von sich fernzuhalten. Andere verleugnen, dass sie traurig sind und sehen ihre Tränen gar nicht. Noch andere behaupten, dass das, wovon wir sprechen, Illusion und nur als Traum betrachtet werden sollte. Wer aber würde in schlichter Ehrlichkeit, ohne Abwehrhaltung und Selbsttäuschung leugnen, dass er die Worte, die wir sprechen, wohl versteht? Ja, ich habe auch lange dazu gehört, obwohl ich tief in mir natürlich gewusst habe, dass ich leide, dass ich Schmerzen habe, dass ich nicht weiter weiß, und habe es einfach in den Spielen dieser Welt versucht wegzulegen und die Trauer in mir fernzuhalten und die Tränen gar nicht weinen zu müssen und einfach in einer Selbstlüge dahin gesiecht, ohne klaren Verstandes zu sein, was ich mir hiermit selbst antue. Wir sprechen heute für jeden, der auf dieser Erde wandelt, denn er ist nicht zu Hause. Er wandert in endloser Suche, ungewiss umher, sucht in der Dunkelheit, was er nicht finden kann, und begreift nicht, was es ist, das er sucht. Er macht sich tausende von Heimen, doch keines stellt seinen ruhelosen Geist zufrieden. Er versteht nicht, dass er vergeblich baut. Das Zuhause, das er sucht, kann nicht von ihm gemacht sein. Es gibt keinen Ersatz für den Himmel,
Alles, was er je gemacht hat, war die Hölle. Also versuche nicht mehr, dein eigenes Heim zu erschaffen. Versuche nicht mehr zu glauben, dass dein Dach über dem Kopf deine Heimat ist. Das Ego erzählt dir das sehr gerne. Beginne zu verstehen, dass dein Zuhause schon errichtet ist und darauf wartet, dass du nach Hause kommst. Sei einfach einen Augenblick still. Sag dir mal selbst, ich will jetzt still sein und nach Hause gehen. Vielleicht hast du schon eine Antwort bekommen von der Stille. Und dazu brauchst du keine besonderen Fähigkeiten, sondern nur den Willen, jetzt still sein zu wollen. Du kannst still sein und Auto fahren, still sein und Gespräche führen, still sein und deine Arbeit machen. Vielleicht glaubst du, es sei das Haus aus deiner Kindheit, welches du wiederfinden möchtest. Die Kindheit deines Körpers und dein Zufluchtsort sind eine Erinnerung, die jetzt derart verzerrt ist, dass du nur das Bild einer Vergangenheit hegst, welche niemals stattgefunden hat. Doch ist ein Kind in dir, das seines Vaters Haus sucht und erkennt, dass es hier fremd ist. Ein Kind ist in dir, das seines Vaters Haus sucht und erkennt, dass es hier fremd ist. Und nochmals die Einladung, es ist total wichtig zu verstehen. Fühle nochmals hin, solange du dich als Körper definierst, bist du dir fremd. Kannst du das bemerken? Ja, du bemerkst das. Und solange du es nicht bemerken willst, wirst du dich weiterhin in den Spielen der Welt verlieren und als wandelnder Geist, als einsamer wandelnder Geist über diese Erde huschen. Und schon bist du wieder weg und wieder und erneut. Du bist hier. Das Ego ist hier der Fremde. Erkenne das. Diese Kindheit, also das Kind in dir, das seines Vaters Hause sucht, diese Kindheit ist ewig, mit einer Unschuld, die auf immer währen wird. Wo dieses Kind hingehen wird, da ist heiliger Boden. Und seine Heiligkeit ist es, die den Himmel hell macht und die reine Widerspiegelung des Lichtes droben auf die Erde wiederbringt, in welchem Erde und Himmel sich als eins verbinden. Und hier wird von diesem unschuldigen Christus gesprochen, die Widerspiegelung des Lichtes. Und das ist es, was du manifest machen kannst und auch wirst. Daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Du wirst diesen unschuldigen Christusgeist, diese Stille in dir, manifest machen. Täusche dich nicht in deinem Ziel. Es wird geschehen. Das kannst du nicht verändern. Dieses Ziel ist in dir angelegt. Und nach Hause zu kommen, ist in dir sicher. Nur die Zeit, die du hierfür brauchst, die kannst du steuern. Und indem du dich deinem Ziel vollkommen widmest, wird es näher und näher zu dir kommen können. Der Himmel wird sich auf der Erde verwirklichen.
manifestieren, weil du den Christus manifestierst. Und das ist das Leichteste, was du überhaupt tun kannst. Es gibt nichts Einfacheres, wie den Christus zu manifestieren. Täusche dich hierin nicht. Und ich wiederhole es noch einmal. Du kannst nicht scheitern. Es ist ganz klar, es ist so klar, wie das klarste Licht, das du jemals gesehen hast, den klarsten Gedanken, den du jemals hattest. Du wirst den Christus manifestieren. Das musst du verstehen. Dieses Ziel ist in dir angelegt und es wird geschehen. Verschwende keine Zeit mehr in den Spielen dieser Welt. Denn es ist dieses Kind in dir, das dein Vater als seinen eigenen Sohn kennt. Es ist dieses Kind, das seinen Vater kennt. Es verlangt so innig und so unerhörlich heimzugehen, dass seine Stimme zu dir weint, es eine Weile ruhen zu lassen. Es bittet dich mehr als eine Ruhepause von einigen wenigen Augenblicken nur um eine Spanne nur, in der es zurückgehen kann, um erneut die heilige Luft zu atmen, die seines Vaters Haus erfüllt. Auch du bist sein Zuhause. Es wird wiederkommen. Doch gib ihm nur ein wenig Zeit, es selbst zu sein, in dem Frieden, der sein Zuhause ist, in dem du in Schweigen und in Frieden und in Liebe ruhst. Schweigen, Frieden und Liebe ruhen. Du hast deine Unschuld nicht verloren. Du hast dir deine Reinheit nicht verloren. Und du bist aufgefordert, alle Schutzschilde diesbezüglich wegzulegen und heute oft in ihm zu ruhen, damit du diesen reinen, unschuldigen Geist in dir begreifst, erfühlst, erfährst, damit du nicht mehr ein Ausgestoßener, dich als Ausgestoßener in der Welt erfährst, der irgendwo noch nach Liebe dürstet oder noch irgendetwas benötigt von dieser Welt, sondern dass du eingehst in der Stärke des Lichtes, der Wahrheit und des Friedens. Übe heute oft, ruhe heute oft mit ihm. Denn er war gewillt, ein kleines Kind zu werden, damit du von ihm lernen mögest, wie stark der ist, der wehrlos kommt und nur der Liebe Botschaft denjenigen anbietet, die denken, er sei ein Feind. Komm wieder nach Hause, die Hand wird dir gereicht und wisse, dass dein Ziel ganz, 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 ganz sicher ist. Und du wirst dich hierin wiederfinden, in dieser einen Wahrheit. Und vielleicht magst du nochmals mit mir gemeinsam diesen Satz formulieren. Ich will jetzt einen Augenblick lang still sein und nach Hause gehen.